Ja, servus Leute, hier ist wieder euer XTHW-Helfer. Ja, heute gehe ich nochmal auf ein paar Fragen ein, die man mir geschickt hat. Und danke an den Aaron, der mir die Fragen gestellt hat. Ich grüße dich auch recht herzlich. Und dann gehe ich natürlich auf die ersten Fragen von dir ein, was auch sehr interessant war. Und interessant bleibt, ist das Thema LKW-Führerschein im THW. Ja, da gab es noch einige Rückfragen. Scheint ja irgendwie attraktiv zu sein für die jungen Leute. Allerdings etwas problembehaftet, meiner Erfahrung nach, diesen Führerschein zu machen. Über das THW. Zu deiner ersten Frage, lieber Aaron. Ob ich meine Ziele im Leben erreicht habe und ob ich noch weitere Ziele habe. Nun, ich habe schon einiges im Leben erreicht, das ist richtig, und habe mir noch einiges vorgenommen. So schnell gebe ich ja nicht auf. Ja, Buchschreiben zum Beispiel, da bin ich jetzt ja mit dem ersten Werk fertig. Und ja, dann noch die nächste Frage von dir, ob ich wieder auf Bunkertour gehe. Ja, natürlich. Wenn das Wetter mitspielt, bestimmt. Und vielleicht gibt es noch die andere oder neue Entdeckung. Ja, auch als Ex-THW-Helfer hat man ein Privatleben. Ja, man höre und staune, nicht? Ja, das sind dann die ersten Fragen von dir. Und dann auch nochmal die Thematik. Also LKW-Führerschein, da habe ich ja einen Beitrag gemacht vor ein paar Tagen. Da gab es jetzt, die ein oder andere Überraschung, auch noch für mich, weil das Thema anscheinend sehr attraktiv zu scheinen ist. Ne? Und ist aber auch relativ schwierig, muss ich sagen, über das THW einen Führerschein zu machen. Da muss man sich sehr lange verpflichten, wenn man denn nebenbei macht, sage ich mal, hat man da weniger Probleme, wenn man dann noch einen Ortsverband wechselt. Aber müsst ihr dann selber entscheiden, wenn es dann soweit ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich denke, da waren, glaube ich, nur mal 4 oder 5 Jahre extra im THW und dann wäre der LKW-Führerschein bezahlt. Aber genauer weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Ihr könnt ja selber nachfragen bei eurem Ortsverband. Ja, dann gab es noch die Frage, wem glaubt man mehr, einem THW-Helfer oder dem Ortsbeauftragten? Nun, die Erfahrungen habe ich schon gemacht. Die glauben natürlich, mit die meine ich natürlich die Landesbeauftragten, die Landessprecher etc. Die glauben natürlich dem Ortsbeauftragten als erstes mehr als einem normalen Helfer, vor allem dann, wenn irgendwelche Aussagen gemacht werden ohne Zeugen und dann die Zeugen, wenn es tatsächlich welche gibt, die dann gleich wieder umfallen und dann sagen, sie wissen von nichts. Das kommt immer wieder mal vor, bei mir ja auch ein sehr unschöner Lebensabschnitt gewesen am Ende von meiner Dienstzeit im THW. Aber so sind die Leute, da werden halt eigene Wahrheiten dann für wahr erklärt und wenn es dann noch eine Strafanzeige gibt und der Staatsanwalt ermittelt, plötzlich kann man sich dann an die richtige Wahrheit erinnern und dann sieht das Ganze wieder anders aus. Ne? So, ne? Und wenn jemand noch Probleme hat hier mit seinem Ortsverband, mich gerne anschreiben über soziale Netzwerke. Ja, es gibt auch eine Kontakt-E-Mail, die ich eingerichtet habe. Die kann ich euch dann auch durchgeben. Mache ich jetzt aber nicht in dem Beitrag hier, weil da werde ich schon überschwemmt an Anfragen. Nicht nur vom THW, es gibt ja auch noch die Thematik hier psychosoziale Probleme. Ja, die Thematik psychosoziale Probleme, vor allem im Ehrenamt. Ich habe das ja psychologisch untersucht und da
ist da jetzt ein erstes Buch entstanden in dieser Hinsicht. Ich, der Ex-THW-Helfer, und es ist natürlich auch sehr interessant, wie das Ganze aufgebaut ist und. Ja, und dann geht man da in diesem Werk auch auf diese Fallbeispiele ein. Also mit Fallbeispielen meine ich ja jetzt hier diese unter richtigen, realen Bedingungen abgelaufenen Erfahrungen, die ich jetzt dann hier weitergebe. Und ich finde es natürlich auch schön von meinen Zuschauern, dass hier eine rege Resonanz entstanden ist in den letzten Jahren. Am Anfang wurde es noch etwas belächelt, muss ich sagen, dass hier ein Ex-THW-Helfer plötzlich seine Erfahrungen weitergibt. Ja, heute sieht das natürlich etwas anders aus. Und es geht einfach nur erfolgreich weiter. Wenn jemand noch Fragen hat, wie man ein Buch schreibt, etc. Ey, Leute, schreibt mich an, gar kein Problem. Ich kann euch da gerne etwas beraten. Und es ist nicht schwer, ein Buch zu schreiben. Man muss nur mal anfangen und dann die Richtung wissen. Ja. Ja, Leute, bei Fragen immer Fragen. Ich bin ja für euch da, wenn es Unstimmigkeiten gibt. Und es sind ja schon einige auf meine Empfehlung aktiv im THW. Den habe ich ja von Anfang an empfohlen. Wenn irgendjemand das Thema mit meiner Person, dem Ex-THW-Helfer, zur Sprache bringt, hat er bitte nicht zu antworten, ja, den kenne ich, sondern er soll sich natürlich sehr überrascht zeigen und ach Gott, was ist denn das? Und genau so geht er das dann vor. Und erst dann, wenn es Unstimmigkeiten gibt etc., dann könnt ihr ja mich fragen und dann läuft das ja wunderbar, dass es euch nicht so ergeht wie mir. Ne? Dann noch die Frage, die schon ein paar Mal gestellt wurde und wieder. Ja, belastet die Mitgliedschaft im THW das Arbeitsverhältnis? Nun, das belastet es dann, wenn das Arbeitsverhältnis noch über eine Personalleihfirma ist oder das Arbeitsverhältnis noch nicht in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt wurde. Ja, dann kann das zu Spannungen führen, obwohl ja eigentlich dem Helfer im THW keine Nachteile erwachsen dürfen durch seine Mitgliedschaft. Das ist auf dem Papier so. In der Praxis sieht das natürlich anders aus. Und wenn noch jemand hier Karriere machen will, kann das manchmal ganz schön Folgen noch nach sich ziehen. Ja, mit Folgen meine ich ja, dass dann eventuell dann die Beförderung aufgeschoben wird oder man einfach nicht befördert wird, weil ja, manche Unternehmen da sich doch auf den Mitarbeiter verlassen wollen, obwohl dann, wenn dann was passiert, sind sie auch froh, wenn sie Leute haben. Das ist so eine Sache, die muss man ins Gleichgewicht bringen mit sich selber, dem Arbeitgeber und dem THW. Und allgemein im Ehrenamt auch bei der Feuerwehr oder beim Roten Kreuz, da kann es unter Umständen zu Spannungen führen. Da hatte zum Beispiel der Chef der Firma einen wichtigen Auftrag und der muss jetzt unbedingt erledigt werden. Dann gibt es einen Einsatz und der Arbeiter muss dann abrücken, lässt dann die Arbeit stehen und dann ist natürlich der Chef vielleicht in Probleme geraten, weil der Kunde noch auf sein Produkt wartet, sage ich mal, ganz verallgemeinert. Und da müsst ihr halt aufpassen, macht lieber erst die Arbeit zu Ende und dann könnt ihr noch helfen. Ja, Leute, das war's mal wieder. Ein Beitrag, Fragen bitte wieder in die Kommentare schreiben. Und dann natürlich bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, euer Ex-THW-Helfer. Und ich bin für euch da, macht mir einen Daumen nach oben. Und für die unzufriedenen THW-Helfer mit den Beiträgen hier, macht doch einen Daumen nach unten, völlig egal. Dann bis zum nächsten Mal und bleibt spannend, ja?